Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von Moi. Heute mal ein stinknormales Make-up-Video, beziehungsweise stinknormal, also ich werde schon einen coolen Look machen. Einfach einen Look. Und zwar wurde sich von einer Abonnentin von mir gewünscht, dass ich mal ein komplett schwarzes, fast gothic-mäßiges, cooles, düsteres Make-up mache. Ja, da dachte ich, da habe ich halt Bock drauf, deswegen mache ich das auch diesmal. Und was ist ein Look ohne ein paar Accessoires? Und zwar habe ich ein Paket zugeschickt bekommen, und zwar von iCrush. iCrush ist ein Unternehmen aus Köln, was für langlebigen und bezahlbaren Edelstein- und Silberschmuck steht. Ja, die Produkte sind auf jeden Fall mit sehr viel Liebe designt und bestehen überwiegend aus 316L Edelstahl mit 18 Karat Vergoldung. So, dass es halt auch beim Duschen nicht abfärbt. Außerdem ist da in keinem von den Produkten Nickel drin, damit es auch jeder verträgt. Ich persönlich vertrage jetzt Nickel auch nicht so super gut. Ich wollte euch jetzt einfach nochmal kurz zeigen, was ich denn von denen zugeschickt bekommen habe. Und zwar haben wir in dem Paket zwei Ketten drin und einmal dieses süße kleine Beutelchen hier, wo noch eine Überraschungskette drin ist. Dazu kam diese hübsche, süß designte Postkarte. Vielen Dank dafür. Und hier in der Box steht auf jeden Fall nochmal, wie wir auf Instagram heißen. Ich werde euch die Ketten jetzt einfach erstmal zeigen. Bei dem ersten kleinen Päckchen ist einmal diese Kette drin. Die ist so doppellagig. Sieht wirklich mega edel aus. Ja. Wirklich richtig, richtig schön. Sehr zart und auf jeden Fall eine mega hohe Qualität. Dann gucken wir mal kurz in das Beutelchen rein. Haben wir einmal diese Kette hier. Auch mega süß, wirklich wie so eine kleine Kette halt gemacht. Und mit so einem Stäbchen als Verschluss. Ich werde heute aber die dritte Kette im Bunde tragen, weil die, finde ich, am besten zum Look passt. Und zwar ist sie so ähnlich wie das zweite Kettchen, nur ein bisschen dicker gestaltet. So trage ich die ganz gerne und ich finde, die passt ganz gut zum Look. Deswegen werde ich mir die direkt mal machen. Wunderschön. I like it. Ja, ist halt wirklich mega hochwertig verarbeitet. Hier ist nochmal so ein kleiner Anhänger am Verschluss dran, wo iCrush draufsteht. Ich verlinke euch den Shop gerne mal in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Wirklich hochwertiger Schmuck für einen bezahlbaren Preis. Was will man mehr? So, dann beginnen wir auch schon mit dem Make-up. Gucken wir mal, was heute dabei entsteht. Weil ich habe auch noch keinen konkreten Plan. Das werden so nur so eine in etwa Vorstellung. Ich versuche ja nebenbei noch ein Make-up-TikTok zu filmen. Wer mich kennt, weiß, dass ich fast noch nie was auf TikTok hochgeladen habe. Erst zwei Sachen, glaube ich. Also ich habe mir TikTok vor Jahren einmal runtergeladen, als es noch Musical hieß. Und da habe ich eins hochgeladen. Also ich habe mehrere hochgeladen, aber die waren alle schrecklich. Deswegen habe ich alle gelöscht, außer das erste, weil ich das recht süß fand. Seitdem habe ich mich nie wieder damit befasst und bin relativ unbegabt. Mal gucken, ob das was wird. Genau, folgt mir gerne auf TikTok, wenn ihr diese misslungenen Videos sehen möchtet. Oder folgt mir auf Instagram, weil ich lade die eigentlich alle als Reels auch hoch, weil ich bin halt hauptsächlich auf Instagram auch aktiv. Bei TikTok halt so ganz new im Game drin, deswegen mal gucken. Genau, fangen wir an mit Primer. Ich habe heute mal Lust, was auszuprobieren. Ich habe vor Ewigkeiten, ich weiß nicht, ob das mal in der Glossybox drin war oder sonst wo. Ich habe mal eine Probe vom Professional Primer von Benefit bekommen. Ich dachte mir, ich heb das mir mal für ein Video auf. Der riecht gut. Ja. Ist halt einfach nur eine Probe. Ist so ein bisschen ähnlich wie der Porefiller von NYX, kann das sein? Wie weich sich meine Haut direkt anfühlt. Oh mein Gott. Kranker Scheiß. Was? Krass fühlt sich das weich an. Aber ich bin irgendwie nicht so der Fan von, dass es sich so trocken anfühlt. Es gibt doch auch von Professional diesen Hydra Professional Primer. Vielleicht probiere ich den mal aus. Ich glaube, das ist eher was für mich. Ich mag es halt, wenn es so ein bisschen dewy und glowy ist und nicht, wenn es so matt ist. Dadurch, dass es heute sehr dunkel wird, brauche ich echt eine perfekte Base. Da werde ich erstmal ein bisschen Color Correcting machen mit der Color Correcting Concealer Palette von NYX Professional Make-up. Und ganz unprofessionell auch einfach mal mit dem Finger reingegangen. So ein bisschen Rötung und Pickel abdecken mit Grün. Mit Gelb so ein bisschen lila Augenringe kaschieren. Und dann noch so ein bisschen mit Orangespäch drübergehen. Und mehr mache ich jetzt erstmal noch nicht im Gesicht, weil ich glaube, ich erstmal die Augen mache. Weil wenn ich mit Schwarz arbeite, wird es krass. Und
Ich habe keinen Bock auf Fallout. Für meine Augenbrauen nehme ich erstmal den Micro Brow Pencil von NYX Professional Make-up und zeichne mir meine Augenbrauen erstmal vor. Ausfüllen werde ich das Ganze heute mal mit Puder. Und zwar mit dem My Brows Augenbrauenpuder von Art Deco. Das sieht einmal so aus. Ich mit dem dunkleren Ton hinten lang und mit dem helleren vorne. Als Gel benutze ich heute das Florence by Mills Tintintame Brow Gel. Und jetzt korrigiere ich meine Augenbrauen immer noch gerne und trage gleichzeitig meine Lidschattenbase auf. Und dann nehme ich den Eye Primer von Anastasia Beverly Hills. Okay. Augen-Make-up. Ich glaube, ich zeichne einfach erstmal mit dem Kajal ein bisschen was vor. Dafür nehme ich am besten mal einen grauen Kajal und dann brauche ich erstmal einen Spitzer. Dafür benutze ich den NYX Professional Make-up 4 Blacks Kajal in 08 Onyx. Das ist viel zu weich irgendwie. Ich nehme den NYX Professional Make-up Metallic Eyeliner in der Farbe Black Metal. Sieht doch aus wie eine Flamme. Don't know. Gedanna. Cosmic. Never hot. Kann man machen, ja. Ich nehme erstmal die NYX Professional Make-up Ultimate Edit Palette in der Farbe 04 Ash und nehme mir diesen Grauton hier und versuche damit erstmal die Linie, die ich gerade gezeichnet habe, so ein mini bisschen auszublenden. Dann gehe ich erstmal mit einem schwächer pigmentierten schwarzen Lidschatten drüber, und zwar der Matte Eyeshadow in der 02 von Make-Up Factory. So, dann nehme ich mir jetzt die Eyeshadow-Palette tatsächlich von LA Splash und nehme den Ton Onyx. Vielleicht wird es diesmal was mit Onyx. Und gehe diesmal mehr an die Mitte meines Augenlids. Jetzt nehme ich mir mal ein Wattestäbchen und versuche mal da so ein bisschen was wegzumachen, wo ich versuche ein bisschen Gold hinzubringen. Jetzt nehme ich mir einen kleinen detaillierteren Pinsel und wieder meine Eyeshadow Base und versuche da mal auch wieder ein bisschen Platz für Gold zu machen. Dann nehme ich mir so einen angeschrägten Pinsel und gehe in Citrin und sprühe den Pinsel aber vorher noch mal an. Und über das Gold, damit es ein bisschen mehr reinhaut, gebe ich jetzt noch den Glitter Golds Liquid Eyeliner von NYX Professional Make-up in der Farbe 05 Chamomile. Und das Ganze umrande ich jetzt noch mit dem Letzte Point Super Edgy Eyeliner von NYX Professional Make-up. Ich würde sagen, ich mache erstmal mit meiner Foundation weiter, denn das ist bitter nötig. Ich weiß noch nicht, ob es mir wirklich gefällt. Mal gucken. Foundation nehme ich die Authentic Skin Natural Luminous Foundation von Zoeva. Und meinen geliebten e.l.f. Cosmetics Camouflage Concealer. Zum Abpudern nehme ich das Translucent Powder von Laura Mercier. Zum Konturieren benutze ich den Hoola Light Bronzer von Benefit. So, als Blush benutze ich von der Animal Crossing Kollektion mit Colourpop das Blush Flower Tender. Ich lege das hier hoch, so für einen schönen Lifteffekt.
was nehme ich als Highlighter? Am besten natürlich was Goldenes. Ja. Komm, der Look ist eh krass, da kann ich auch krassen Highlighter nehmen. Ich nehme den Away We Glow Liquid Highlighter von NYX Professional Makeup in der Farbe 06 Daytime Halo. So, und den sette ich jetzt mit einem Highlighter aus der Cleopatra's Kiss Palette von Sleek Makeup, und zwar Sphinx. Upsi. So dunkel. Ich will jetzt aber auch nicht meine komplette Foundation hier abtragen. Okay, dann gehe ich, glaube ich, doch mit Dynasty rein. Dynasty. Der ist ein bisschen heller. Ich nehme jetzt meinen Clinique Eyeliner, den Pretty Easy Eyeliner Pen, und dann versuche ich einfach mal irgendwas. Und wenn es schief geht, dann ist es so. Das mit den Punkten sieht wie ein Clown aus. Das passt gar nicht. Ist das symmetrisch? Ich glaube, je mehr ich hier mache, desto schlimmer wird's. Aber ich will es jetzt auch nicht nochmal abschminken. Ich lasse es so. Ich gucke, was ich noch draus machen kann, aber ich lasse es zu. Vielleicht wird es ja cool, wenn ich mein Band drauf mache. Ich denke, mit dem Goldring geht's. Ich mache mir jetzt mal noch Lashes drauf und dann sehe ich euch gleich wieder. Ich habe meine Wimpern jetzt noch getuscht mit der False Lashes Mascara von Essence und habe mir noch falsche Wimpern draufgeklebt. Und zwar von Hylash die Kitty Eyes. So, da würde ich sagen, wir machen jetzt noch die Lippen und dann müsste ich eigentlich soweit durch sein. Die werden natürlich auch schwarz. Und zwar nehme ich den NYX Professional Makeup Matte Lip Liner in der Farbe 66 Doom. Und jetzt, wie soll es auch anders sein, der NYX Liquid Suede Cream Lipstick in der Farbe 24 Alien. Soll ich mir noch so einen Cut in die Augenbraue machen? Ich glaube, das ist cool. Das passt dazu irgendwie. Ich nehme mir mal den Eye Primer von Anastasia Beverly Hills und versuche das mal damit. Jetzt sehe ich so ein bisschen aus wie ein Double von Naomi John. So, genau. Dann mache ich jetzt so noch Setting Spray. Dann, damit es nicht so matt und leblos aussieht, sondern ein bisschen Glow bekommt. Und dann nehme ich mein Chewy Set Finish Set Setting Spray von Anastasia Beverly Hills. Was by the way fast alle ist. Ich benutze das auch irgendwie echt viel. There it is. Der fertige Make-up-Look, wenn er auch bis zur Hälfte ungefähr scheiße aussah. Aber jetzt kann er sich, denke ich, sehen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Look so findet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Guckt auch gerne mal bei iCrush vorbei und folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram und Twitter. Nee, TikTok. Dass ihr dieses wundervolle Video, was ich da gerade fabriziert habt, euch angucken könnt. Dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen, Glöckchen aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bye!